Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr bei einem neuen Video von mir dabei seid und heute sind wir auf dem Essence-Event. Ich bin leider aufgrund von Too Much Real Life nicht dazu gekommen, euch das Presseinformationsvideo zu posten. Insofern viel spannender für euch, was es denn jetzt im neuen Sortiments-Update von Essence geben wird. Und ich zeige euch natürlich alle Produkte, auch wie immer auf dem Gesicht, denn ich bin natürlich ungeschminkt hier hingekommen, um gleich zu testen, wie die Produkte in der Anwendung sind. Ja, und ich würde sagen, damit geht's jetzt dann direkt mal los. Wir waren dieses Mal in Hamburg in einem wunderschönen Vintage-Café namens Das Loft. Ich meine, hey, wo kriegt man schon mal so ein olles Radio zu sehen? Es wurde natürlich auch wieder an das leibliche Wohl gedacht, aber viel spannender sind natürlich die ganzen Produkte, die wir dann an den Bloggertischen zu Gesicht bekommen haben. Und ja, die waren alle in so ganz kleinen Päckchen verpackt. Und hier habt ihr jetzt mal einen ersten Überblick, was es denn alles so geben wird. Jede Menge Nagellacke mit den verschiedensten Effekten, aber auch natürlich die normalen Gel-Nail-Polishes und jede Menge neue Produkte, wie hier zum Beispiel die Sheer & Shine Lipstick-Serie, die Foundations und mega spannend die neuen Paletten. Ja, fangen wir dann auch schon direkt an mit dem ersten Produkt. Wir haben neue Lashes. Das sind Einzellashes und Cornerlashes. Die fand ich eigentlich ziemlich cool. Die Eyeshadows aus der Kategorie Auge, also die ganz normalen im Prinzip, ja, die muss ich ganz ehrlich sagen, haben mich nicht überzeugt. Wie üblich sind sie etwas schlechter pigmentiert. Viel besser fand ich da tatsächlich dieses Mal die Metal Glam Eyeshadows. Auch wenn sie direkt ihre Glitzer-Overspray verlieren, fand ich die Pigmentierung sehr gut und ich habe mich später auch mit dem Dunklen geschminkt. Die I Love Nude Serie hat zwei neue Farben. Auch in der bewährten Qualität, wie ihr das von den bisherigen schon kennt. Tolle Textur, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Sie sind auch schön in der Farbabgabe und ich mag auch die Farbtöne. Definitiv mein Highlight, Easy to Use Jumbo Eyeliner Pen. Ich habe mich später damit geschminkt, das seht ihr nochmal. Sehr schön zu handeln, man kann sehr präzise, aber auch sehr dick arbeiten. Ein wirklich tolles Produkt. Dann haben wir zwei neue Mascaras, einmal die Multi-Action Mascara und die I Love Extreme. Die waren jetzt an meinen Wimpern beide nicht so toll, aber gerade Mascara ist ja bei jedem so unterschiedlich, das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Die neuen Smoky Eye Pencils sind wirklich richtig klasse, sehr buttrig, sehr weich, in schönen Farben und lassen sich auch sehr gut am Auge verteilen. Es gibt zwei neue How-to-Make-Paletten und so einmal die Smoky Eyes und Matte Eyes. Hier seht ihr nochmal die unterschiedlichen Farben. Mein Konzept, kann ich euch direkt vorweg sagen, ist es nicht. Ich mochte jetzt die Pigmentierung der Farben nicht so. Die Auswahl war okay, aber es ist doch wirklich alles sehr dezent. Also wenn ihr das mögt, dann solltet ihr euch diese Produkte angucken. Definitiv der Mega-Hammer sind die fünf neuen Paletten, die es gibt. Denn die haben alle eine Pigmentierung, wie ich sie bei Essence, ich glaube, fast noch nie gesehen habe. Das wurde auch nochmal betont von den Produktentwicklern, dass sie sich da sehr viel Mühe gegeben haben. Ich finde auch die Zusammenstellung der einzelnen Paletten wirklich sehr, sehr schön. Ich swatch sie jetzt euch alle nochmal einzeln, sodass ihr das auch nochmal sehen könnt. Also da seht ihr schon, das sind wirklich richtig, richtig fette, ja, Farbgeschichten in den schönsten Kombinationen. Da müsst ihr einfach mal gucken, was euer Liebling ist. Ich habe erst gedacht, Vintage ist ja nicht so schön, aber hat mir dann doch ganz gut gefallen. Also die kann ich euch alle empfehlen. Die sind alle wirklich richtig, richtig klasse. Und neben dem Jumbo Eyeshadow Pencil, neben dem Jumbo Eyeliner Pencil, mein Highlight der Sortimentsumstellung. Wir haben zwei neue Lipglosse, ihr wisst, die finde ich von Essence immer nicht so toll, obwohl der matte wirklich eine sehr schöne Textur hat. Und dann haben wir hier die neuen Liquid Lipsticks. Das ist ja auch ein Produkt, was es in der Catrice Sortimentsumstellung schon gab. Ich muss tatsächlich sagen, dass mir die von Essence etwas besser gefallen als die von Catrice. Die liegen einfach irgendwie angenehmer auf der Lippe. Auch neu sind die Mini Sheer Lip Balm Produkte und ich meine, ihr wisst, Essence ist eh schon Sheer und wenn da Sheer auf was steht, da wisst ihr, also werde ich nicht mit warm, ist jetzt nicht so mein Produkt. Hier haben wir die komplett neue Reihe der Sheer & Shine Lippenstifte und ja, ich habe euch ja schon gesagt, da ist wirklich nicht viel Ambach mit der Pigmentierung. Schaut es gleich mal in den Swatches, da wird es wirklich sehr, sehr dezent. Wenn ihr das mögt und nicht so viel Farbe auf den Lippen macht, also sie sind
sehr schön pflegend auch, also dann ist vielleicht das Produkt das Richtige für euch. Ebenso gibt es zwei neue Mini-Lip-Gloss-Sets in zwei verschiedenen Farbvarianten, aber wieder empfehlen kann ich euch die Matte-Touch-Blushes. Die haben eine tolle Textur, eine tolle Farbabgabe, lassen sich auch sehr schön verblenden. Seht ihr, glaube ich, auch später nochmal. Also die fand ich richtig klasse. Das neue Pure Nude Make-up ist relativ durchscheinend und auch sehr flüssig. Was ich aber hier sehr positiv finde, ist, dass auch hier wieder mehr auf Versiegelung geachtet wird. Und das Ganze ist natürlich sehr hygienisch durch den Pumpspender. Ich trage ja keine Foundation, deswegen kann ich euch hier eher weniger eine Einschätzung geben. Da müsst ihr vielleicht dann auch einfach mal selber aus. Dann haben wir noch eine neue Farbe im Oil-Free Make-up, den 12 Hour Long Lasting, die 05. Ich fand es jetzt relativ orange, aber ne, kein Foundation-Experte. Probiert es einfach mal aus. Der Camouflage Cream Concealer hatte eine sehr angenehme Textur, soweit ich das beurteilen kann, denn auch solche Produkte benutze ich nicht. Und hier seht ihr einfach mal die beiden Farben geswatcht. Und hier haben wir das geschminkt mit dem Eyeliner, dem Lidschatten, das Blush fehlt jetzt noch und der Liquid Lipstick. Also gerade der Eyeliner ist wirklich richtig klasse. Und dann haben wir jetzt auch schon den großen Bereich Nagel. Als erstes fangen wir mal mit den neuen Farben der The Gel Nail Polishes an. Und die habe ich euch hier geswatcht. Wir haben also einen Soft Matte und einen, der Pearl ist und wo sie sich jetzt so einen fancy Namen ausgedacht haben. Dann haben wir die Pastels von den Isle of Trends Farben. Da kommen zwei neue Farbtöne raus. Fand ich auch spannend, weil die auch Beine so semi-matt abtrocknen. Und eine ganz neue Serie sind The Darks. Die sind in der ersten Schicht nicht gut pigmentiert, da war ich erst enttäuscht. Aber guck mal, in der zweiten Schicht sehen die mega klasse aus. Also da kann man sicherlich was Schönes im Winter mitmachen. Und auch die neuen The Metals sind richtig klasse. Auch die eher durchscheinend, müsst ihr auf jeden Fall zweifach lackieren oder über einen anderen Lack drüber. Die Latex Matt Nagellacke sind ein bisschen matt, wie ihr hier seht. Ansonsten schöne Farben. Den weißen fand ich ganz schön. Und der Thermopolish kommt auch in einer neuen Variante daher. Hier seht ihr das, wie der warm aussieht. Die Liquid Foil Nagellacke habe ich euch hier auch nochmal geswatcht. Und dann haben wir hier einmal den Intensify Your Color. Mein Gott, das ist also ein weißer Unterlack. Und den Bubbly Lack habe ich euch leider nicht geswatcht. Gibt aber einen tollen Effekt, kriegt eine Empfehlung. Sehr cool finde ich auch den Tattoo Liner. Den könnt ihr sowohl auf der Haut als auch auf dem Nagellack nehmen. Und die neuen No-Make-Up-Nagellacke und die French Manicure-Nagellacke habe ich euch hier auch nochmal geswatcht. Sehr schön finde ich auch diese neuen Nail-Sticker, ist mal was anderes. Und hier haben wir noch ein bisschen Nagelpflege. Und zum Schluss kommen wir noch zu Accessoires. Eine sehr schöne Pinseltasche, die war ja auch schon mal in der Trend-Edition drin. Diese dünnen Haarbänder, von denen man ehrlich gesagt nie genug haben kann. Und sehr schön sind auch die geflochtenen Haarbänder, die es in zwei verschiedenen Varianten gibt. Zum Schluss gibt es noch einen neuen Foundation oder Make-up Brush. Den fand ich auch sehr angenehm, eine schöne Quaste. Habt ihr ein Highlight? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin vom Jumbo Eyeliner Pencil sehr begeistert. Den habe ich ja hier auch schon aufgetragen. Und die Lidschattenpaletten sind auf jeden Fall mega. Für Essence total untypisch pigmentiert, also das wäre mein Highlight. Könnt ihr auf jeden Fall gerne reinschreiben, was euer Highlight ist. Und ja, in diesem Sinne sage ich einfach, lasst mir einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal und schaut das Video, was ich euch eingeblendet habe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.